Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr zum neuen Event sehr, sehr gut traden könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben, sehr, sehr gerne ein Abo da lassen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr mit Trading verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ab geht's. Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner vorbei. Mit dem Rabattcode Alex96 bekommt ihr auch nochmal sehr, sehr gute Rabatte. Erster Link der Videobeschreibung. So, Freunde, bevor wir jetzt aufs eigentliche Video eingehen, zeige ich euch erstmal eine Karte, die geleakt ist. Das ist so gute Mbappé, der kommt auch als SBC wie der Kanté. Haben wir ja gestern ein Video zugemacht, das kam auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Meine Meinung zu Kanté, falls ihr verpasst habt, schaut euch das sehr, sehr gerne an. Danke auf jeden Fall für die positive Resonanz auf das Video. Kam sehr, sehr gut an, 6000 Aufrufe. Mbappé wird die Tage kommen, heute nicht. Es ist schon bestätigt, dass Mbappé nicht kommt heute. Aber die Karte wird die Tage als SBC kommen und er wird ein Weakfoot und Skill Downgrade bekommen. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr für diese Karte tendiert, was sie kosten wird. Schätzt mal so 400.000. 400.000, hat 7 Pace Downgrade, 7 Schuss Downgrade gekriegt, 8 Tripling oder so. Also der hat einiges Downgrade bekommen. Die Karte wird trotzdem einiges kosten, muss man ganz klar sagen. Aber ich wollte euch die Karte zeigen. Für die, die gestern im Stream nicht dabei waren, da habe ich die Karte ja schon gezeigt, weil gestern Abend schon geleakt war im Stream. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf den Trading Tipps ein. So, Freunde, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr sehr, sehr viele Coins machen könnt während dem neuen Event. Es ist ja klar, dass um 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr kommen ja Promo-Packs. Das heißt, genau eine Stunde später könnt ihr immer sehr, sehr gut bieten. Das heißt, wenn 19 Uhr die Packs kommen, könnt ihr 20 Uhr 3, 20 Uhr 4, ich sag mal bis Viertel nach ungefähr so gute Beat-Deals machen, dass ihr da unfassbaren Gewinn macht, dass ihr da 3K pro Karte machen könnt. Ich zeige euch jetzt ein paar Spieler. Ihr solltet euch eigene Spieler raussuchen. Ich empfehle euch, Karten rauszusuchen, die zwischen 5.000 und 20.000 Coins liegen. Wie ihr die raussucht, könnt ihr ganz einfach so machen, dass ihr hier einfach mal 5.000 einstellt und hier 20.000. Und dann sucht ihr euch Spieler aus, wo ein Gebot drauf ist. Also so könnt ihr das auf jeden Fall machen. Gucken wir mal kurz durch, bis wir hier eine Beispielkarte finden. Ja, wenn wir kein Gebot finden, ist auch nicht so schlimm. Da war gerade eins sogar. Hummels ist jetzt 8.000 geboten. Wir schauen jetzt, was der Hummels kostet. Wie gesagt, ich würde euch da empfehlen, dass ihr da massig bietet und auf einige Karten da gleichzeitig bietet. Wir schauen jetzt mal, was der Hummels kostet. Ich schätze mal, der sollte sogar so um die 8K liegen. Ja, ist sogar, ja, hat jemand so viel geboten drauf, wie er kostet. Ist jetzt kein gutes Beispiel. Ja, der Typ hätte den sofort kaufen können und hätte den billiger bekommen. Ja, Freunde, Hummels kostet jetzt so 7,9. Ja, 7,9 kriegst du den schnell weg. Was macht ihr dann? Ihr stellt dann, sucht euch einen Preis aus, wo ihr zufrieden seid. Also ich würde sagen, ich will mindestens immer 1K pro Karte machen. Deswegen würde ich dann um 20.05 Uhr bis 20.15 Uhr, sage ich mal, ihr könnt auch schon versuchen, 20 Uhr zu bieten. Dann würde ich dann auf jeden Hummels 6,5 bieten. Und die müsst ihr direkt wieder reinstellen. Die müssen direkt wieder weg sein, Freunde. Es kann natürlich sein, wenn nichts an SBCs, dies, das kommt, dass die Karten noch weiter runtergehen. Das könnt ihr natürlich auch mit spielbaren Spielern machen. Wie ein Joe Gomez zum Beispiel. Ich weiß nicht, was ein Joe Gomez aktuell kostet. Umso günstiger die Karten sind, umso weniger Gewinn ist halt drin. Ich denke mal, das sollte klar sein. Ich weiß nicht, was der noch kostet. 5K. Nicht mal mehr 5K. Okay, 5K war sogar relativ gut getippt. 4,8. Ja, okay. Der kostet wahrscheinlich so 4,3 oder so. 4,4, 4,3. Ja, 4,3 kriegst du den weg und dann bietest du auf jeden Joe Gomez deine 3000 Münzen. Und so würde ich euch das empfehlen zu machen. Was ich euch noch empfehlen würde zum Investieren, Freunde, zeige ich euch gleich. Ihr könnt hier auf jeden, wie gesagt, 3000 bieten. Ja, Freunde, was könnte man noch investieren, wenn man jetzt nicht so viele Coins hat? Ich sage immer so, wenn man 100.000 bis 1 Million oder 1,5 Millionen hat, kann man da gut rein investieren. Da verdoppelt man seine Coins. Nonverse, Verteidiger für 400. Nehmt ihr euch mit. Ihr könnt auch jede Karte hier für 350 erbieten. Die sind aktuell absoluter Abstoßpreis. Und wir haben nächste Woche sehr, sehr viel Content. Wir werden safe Upgrade SBCs bekommen. Bin ich mir 100% sicher, dass wir Upgrade SBCs sehen werden. Und ihr seht hier,
Ja, sogar 81er. Hier könnt ihr auf jede Karte drauf bieten. Nehmt ihr die mit für 3,50, macht ihr gar nichts verkehrt. Könnt, wenn ihr Glück habt und diese Upgrade-Packs ballern, sogar eure Coins verdreifachen, dass die auf fast 1k gehen. Dann macht ihr gar nichts verkehrt. Zudem haben wir die UCL-Top-Partie noch am Start. Und am nächsten Donnerstag kommen auch wieder natürlich die normalen Top-Partien. Das heißt, wir haben 3-4 Sachen, die da auf jeden Fall kommen, wo ihr nichts verkehrt machen könnt. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn die Upgrade-Packs passen, dass die Karten allein dann schon bei 900 bis 1000 Coins liegen. Deswegen, wer da rein investieren möchte, geht auf jeden Fall rein. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt mit solchen Karten. Ja, Freunde, zudem schauen wir uns die tendenziellen POTM-Kandidaten an für diesen Monat. Und wir sehen hier, in der Premier League wird das wahrscheinlich ganz klar Salah. Also es muss Salah werden. Das heißt, High Rating könnte nochmal anziehen. Schaut am besten dazu mein Video von gestern nochmal, die Preise sind nämlich jetzt gerade hoch wegen der Kanté SBC. Wenn ihr die Preise wie gestern im Video bekommt, könnt ihr die wieder einkaufen und behalten, da macht ihr nichts verkehrt, da werdet ihr wieder guten Profit machen. Ich habe das ja gestern im Video gesagt, dass ihr dieses Rating einkaufen könnt, ihr hättet direkt am Abend wieder verkaufen können mit 2-3k pro Karte Gewinn. 84er bis 88er, 89er sind ja komplett hochgegangen, selbst ein Lewandowski ist um 6-7k hochgegangen, der 92er Lewandowski. Bundesliga haben wir schick am Start, 4 Sterne, 2 Sterne, uninteressant, ja, weiß nicht, diese Woche Bundesliga zählt dann noch dazu, muss man sagen. Man muss sagen, Freunde, hier wird das Spiel Union gegen Bayern sehr, sehr interessant für die beiden Kameraden, ne? Sollte der ein paar Mal treffen, könnte der natürlich Player of the Month werden. Sollte Lever ein paar Dinger machen, könnte er werden. Gucken wir in der MLS, ja, 5 Spiele, 7 Tore ist natürlich stabil. Aber, ja, sind wir ehrlich, juckt kein so Karte. Könntest du höchstens, wenn so eine Karte interessant ist und die natürlich als SBC kommt, den Dempsey mitnehmen. Den Dempsey sollte man eh immer auf seiner UV-Liste haben. Payet, ja, wäre sogar interessant für den Guendouzi, den ich aktuell mit plus minus null aus Cash, aber ich habe keinen Bock mehr zu warten und will am Samstag, Sonntag ins nächste Invest rein. Payet oder, ja, David hat halt nur 2 Games gezockt. Sonst relativ uninteressant, glaube ich. Wenn jeder noch interessant, muss man mal schauen. Da werden ja eh immer Leute gewählt. Keine Ahnung, wie die hier gewählt werden. La Liga, ja, ist sogar die Abstimmung schon draußen. Muss ich jetzt auch sagen, reißt mich hier keiner vom Hocker. Ne? Suarez ist nicht verkehrt, aber der Thomas hat sogar 4-4. Okay, der ist nicht mal so unbrauchbar. Hätte jetzt gedacht, der rennt hier mit 3-2 oder so rum. Aber 4-4 geht eigentlich sogar klar. Also dann geht die Karte sogar fit. Serie A müsste ja Simeone vorne sein. Der hat 4 Tore in einem Spiel gemacht. Auch 3-3, das ist keine SBC. Und Ehrendivise muss eigentlich Tadic sein. Der hat die letzten 2 Spiele so rasiert. Ja, und es ist auch Tadic. Tadic muss das ganz klar werden, ist ja klar. Auch unbrauchbar, ne? Also hier, ja, Ehrendivise SBCs, der hat ja das letzte Mal gewonnen, die brauchst du nicht so, die interessieren nicht so wirklich, muss man sagen. Freunde, da sind wir bei den OTWs angekommen, noch eine kurze Trading-Methode zu diesen Karten, ne? Wir sehen das hier den Malen, ich habe euch den empfohlen, nehmt euch den mit für die UV-Liste für 20k. Meine wurden rausgekauft für 26, 27k. Dortmund hat 3 Siege. Die müssen jetzt noch gegen Köln oder und Leipzig spielen. Sollten die nicht gewinnen, könnt ihr euch die Karte safe wieder für 22k einkaufen. Man hat das ja gesehen bei Locatelli. Hatte 3 Siege. Juve hat jetzt verloren. Die Karte ist wieder komplett runter. Der war auch nie richtig hoch. Der war bei 13.000. Ist jetzt bei 12.000, muss man sagen. Ist jetzt nicht wirklich so hochgegangen. Wer natürlich hochgegangen ist, ist Saul Tomori. Die sind hochgegangen. Saul steht bei 22.000. Ihr seht das hier. Also Saul ist dick nach oben gegangen. Wie gesagt, wenn die mal verlieren sollten, könnt ihr die Karte wieder einkaufen. Vorher würde ich diese Karten nicht einkaufen. Tomori auch unfassbar teuer, ne? 80.000. Ihr seht das hier, einfach Coins verdoppelt. Finde ich überhaupt diese Karte. Bin ich ehrlich, finde ich viel zu überhaupt. Wenn wir uns natürlich das ganze OTW mal anschauen. Wer sich da lohnen könnte von einem Upgrade her, Konaté auch unfassbar hochgegangen. Die Leute gehen davon aus, dass er wo das Upgrade schon safe hat. Savica schon sehr, sehr dick hochgegangen. Eje de Paul geht sogar eigentlich noch für 17.000. Könnt ihr euch auf die UV-Liste packen, auf jeden Fall. Macht ihr nichts verkehrt. Und wie gesagt, was ihr auch noch mitnehmen könnt, wenn MLS-Spieler kommen, wie gesagt, kommt eh der Player of the Month, dann nehmt ihr euch den hier mit, versucht ihr zu snipen. Ja, korrekt, dass die jetzt angezeigt werden. Der Preis, EA.
besser gesagt Foot bin. Ja, den könnt ihr safe für 26k snipen. Macht ihr nichts verkehrt. Wir gucken uns mal an, welche Heroes dafür noch interessant wären. Ja, Freunde, welche Heroes sind interessant für eine UV-Liste? Ist eigentlich nur der Campos, Al-Chapa, Dempsey, okay, Ricken und Chilwell, genau. Ricken und Cahill, für die, die da ein paar Münzen mehr am Start haben. Ich werde die auch demnächst auf meine UV-Liste packen. Da werdet ihr sehen, dass die sich verkaufen. Dempsey hatte schon 2-3 Mal auf meiner UV-Liste bis jetzt immer verkauft. Deswegen, das sind keine schlechten Karten, mit denen ihr das machen könnt. Könnt natürlich gucken, dass ihr so einen Ricken oder so einen Al-Chapa immer mit Hunter holt. Das könnt ihr natürlich schauen, Freunde. Und wir werden im heutigen Trading-Video durch, Freunde. Heute Abend kommt natürlich noch ein Pack-Opening. Meine angesparten Packs werde ich öffnen. Ich hoffe, es hat euch mit dem Video gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch hier wart. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut ihr rein, Freunde. Ciao, ciao.